Nein. Hey Michi, warst du schon mal auf dem Mond? Nein! Ich auch nicht. Aber willkommen bei der zweiten Folge von Borderlands Pre-Sequel. Genau. Wir fangen da an, wo wir vorhin aufgehört haben. Genau, es geht direkt weiter. Zu Moonshots Kanone und Jack folgen. Wir haben letzte Folge richtig fetten Titan-Typen gekillt. Ich hol den Lift. Ungefähr, keine Ahnung wie groß, unbedingt anschauen. Genau, und der Typ ist sogar noch rausgekommen, also sozusagen zwei Bosse in einem. Und Michi hat letztes Mal seinen Action-Skill benutzt und dadurch mussten wir einfach schießen, ohne wir konnten es nicht kontrollieren und haben einfach die ganze Zeit geschossen. Genau, ich hatte sogar zwei Waffen, so eine Art Gunsurker-Modus. Ich dachte, ich kann ja Drecksau sein. Aber du bist keine Drecksau jetzt. Das wär richtig dreist. Ich lass mich immer gerne stehen, wenn der Aufzug da fährt und dann mal schauen, ob ich... Ey, das Ding geht nicht runter, weil ich da rumstehe. Jetzt komm ich raus, Alter. Jetzt komm runter, Alter, komm runter. Oh. Was muss ich hier machen? Keine Ahnung, ich geh mal dahin irgendwie. Naja, geh ins Projektil, irgendwas hängt oder so. Ich werde alles tun, um nicht in den Tod zu stürzen. Ich bin in dem Moonshot-Projektil. Festhalten, ich dreh den Zylinder. Wow. Das ist geil. Ich würde gerne rausjumpen. Ja, um ankommen, gib den Lift frei, damit ich nachkommen kann. Wo ist der Lift? Ah, da hinten. Lift, Lift, Lift! Ah, da ist so ein scheiß Roboter dazwischen. Hey Mann, läuft das? Der ist total eingequetscht. Er macht nichts, die empfinden keine Schmerzen. Prügel ihn einfach raus. Jawohl! Oh, diese Loader nervt. Kein Wunder, dass Garlon so einfach über einen Kopf... Nein, nein! Ciao! Jetzt muss ich mit Jack hoch. Ey, lass mir ihn gleich nochmal runterfahren, warte mal schauen, ob es geht. Schnell, schnell kriegen. Hier gibt's Heilung. Na, schade. Ah. Ich brauch keine Heilung. Ja, ich auch nicht. So, jetzt müssen wir nur noch in einen Moonshot kommen. Die Gear Hyperions wird nicht! Nachdem wir diesen Arsch gekillt haben! Töte das Arschloch! Wo? Da oben. Okay, jetzt hast du mich schon zum Captain America, Alter. Jetzt müssen wir auf was zum... Oh, die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Eine muss hier bleiben und die Kapseln von Hand starten. Ich würde ja sagen, der Claptrap, aber ich brauche dich auf Alpis. Du musst versuchen, den Laden hier zu retten. Dass ich mal sowas sage... Ich werde sie vermutlich nicht enttäuschen. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauch dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Sicher, Jack? Dieser Plan könnte ihre schreckliche Verstümmelung bedeuten. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Held, Baby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Also, Verstümmelung, wahrscheinlich sein Gesicht. Ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Reise zum Mond. Und deck dich auch mit Munition ein. Da drüben gibt's welche. Wir müssen einen Moonshot-Container hochbringen. Normal transportieren wir damit Vorräte, aber diesmal bist du die... Wo können wir uns auf den Mond schießen lassen? Irgendwo, jetzt muss ich, der muss doch erst mal labern. Oh, Kiste! Yeah! Yeah! Okay, das... nur Pistolen. Okay, der Container hier dürfte es tun. Egal, nehmen wir es mit. Ja, ich nehme auch welche mit, verkauf mal. Geld können wir gebrauchen dann. Ja. Ja, okay, ja, eh so wenig ist. No. Ja, ah, jetzt sehe ich erst, dass der Revolver mehrere Schüsse auf einmal schießt. Ja, aber bin ich kaputt. Er sei keine Drecksau, gell? Jetzt. Nee, kann man nicht. Ich geh alleine zum Mond. Du sagst also Jack, Handsome Jack, der Mann, der meinen Freund ermordet hat, ist dort geblieben, während du geflüchtet bist? Nie im Leben. Ob das Heldenmut oder reine Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Handsome Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Alpis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Jo. Jo. Vielleicht ist Concordia so eine Art Sanctuary. Odin ist der Stille.
ist. Okay, so, da sind wir wieder. Ich hatte einige Probleme mit meiner Game Capture und jetzt geht's weiter. Genau. So, hast du überhaupt zugehört, was wir nochmal machen mussten? Diese Frau hat gesprochen, das heißt, sobald wir hier rausgehen, haben alle, die nicht Roboter sind, keine Luft mehr und die Augen werden platzen, deswegen muss ich mich irgendwie beeilen oder so, hat die gesagt. Ah, okay. Aber dich wäre es, glaube ich, kein Problem. Nein. Pain Springs. Ja, Schwarze Markhändlerin, Herz aus Gold. Hier rüber! Oh, jetzt kann ich höher springen, geil. Wow! Das ist geil, Alter, ich verliere aber Leben. Muss ich beeilen. Ich nicht, haha! Du bist so selbstmordgefährdet, Alter. Hier lang, nicht an das mit den Weintrauben denken. Okay, deine Augen werden platzen, Franks. Nee. Hier gibt's was für mich. Hier, ich dreh diesen Luftkuppelgenerator an, dann kannst du atmen. Okay, man kann immer noch hochspringen. Ich habe jetzt einen Luftkuppelgenerator. Hier ist jetzt Luft in diesem Ball. Okay. Genau, Schwerelosigkeit ist ja immer noch ziemlich gering. Finde ich aber irgendwie ist geil, wie mit dem hohen Springen. Jo. Gleich ist es geschafft. Wäre peinlich jetzt noch zu sterben. Oh ja. Ja, warum bin ich jetzt hier hochgesprungen? Jetzt die Bitch da aufmachen, ich hab keine Luft. Hier ist dich Glück, schön Zeit. Ja, ja. Die Kiste sieht geil aus. Ricky, du hast alles genommen, ich hab keine Granaten bekommen. Ich hab zwei. Ich bin ein Experimentalprototyp namens FR4G. Naja, was ich mich vorhin gefragt habe, warum Claptrap für Jack arbeitet. Und was machst du hier? Irgendwo auf diesem Mond ist ein Signal, das die Verteidigungsanlagen der Helios stört. Um zurückzukehren, müssen wir dieses Störsignal abstellen. Ein Störsignal? Davon habe ich hier noch nichts bemerkt. Versuch's doch mal in Concordia. Ist eine kleine Stadt, die von so einem Typen namens Byriff beherrscht wird. Da kann dir sicher jemand helfen. Um die Reise zu überleben, brauchst du ein O2-Kit. Wir nennen sie Oz-Kits. Ich habe in der Nähe ein paar kaputte eingelagert. Ich kann sie für dich reparieren. Selbst wenn du nicht so der atmende Typ bist, wirst du froh sein um ein Oz-Kit. Geh zu diesen Koordinaten. Räum dort auf. Warum haben die eigentlich alle so Pflaster und so Zeug in der Fresse? Keine Ahnung. Die irgendwie alles Fick fressen. Ey, wir müssen hier durch, oder? Komm mal irgendwie runter. Ich weiß nicht, was da ist. Ja, ich glaube, da müssen wir auch lang. Oder doch nicht? Keine Ahnung. Hier ist so ein Schnellreiseding. Ah, okay. Wir haben noch keine. Hier ist schwarzes Brett, hier sind Automaten. Hier sind so komische Kisten.